Was geht ab, meine werten Freunde, und willkommen hier zurück zu einem neuen Part von Harveys Neue Augen, um genau zu sein. Part Nummer 16, 14, ja, 14. Shit, voll verkackt. Oh Mann. So, wir wurden im letzten Part hier eingesperrt und haben jetzt Ednas Karte. Und da war sie nun endlich, die Karte. Edna versteckte sich also in dieser Höhle am Moorsee. Aber Moment mal, das wusste Lilly doch schon. Genau genommen war diese Karte sogar ziemlich nutzlos. Besonders wenn Lilly bedachte, was sie alles angestellt hatte, um sie in die Finger zu bekommen. So nutzlos war sie nicht. Denn wir werden die Verbote wahrscheinlich noch benötigen. Guck mal, hier ist der Fall so. Und wenn ich jetzt ein Stück hochgehe. Komisch, hat er sich gerade geändert gehabt. Da war er dann rechts lang. Ist ja lustig. Hier ist er nach rechts unten. Hä, guck mal, wie cool ist das denn? Die sind überall Pfeile. Okay, so, Kumpel. Was ist? Hast du schon genug von der gesiebten Luft? Das hättest du dir überlegen können, bevor du zur Flasche gegriffen hast. Ach, herrje. Jetzt mach mal nicht so traurige Geräusche. Durch genau so ein Verhalten habe ich damals auch Edmund den Schlitzer auf freien Fuß gesetzt. Und du kannst dir nicht vorstellen, was mir das für einen Ärger eingehandelt hat. Es hat Wochen gedauert, bis die Eltern der kleinen Melanie wieder mit mir gesprochen haben. Ach, ich habe einfach ein zu gutes Herz. Ich lasse dich laufen. Aber du musst mir versprechen, nie wieder Unsinn anzustellen. Kannst du das? Ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. Du sollst nicht lügen. Genau. Ich dachte mir schon, dass das darauf hinausläuft. Oh, das Wolkenäuel, darf ich das nochmal sehen? Aha. Boogie. Ich finde es schön, vor allen Dingen, dass die sich die Verbote selbst töten. Also die bringen sich ja... Potato Boys wanted. 10.000 Dollar. Nee. 10.000 Währung. Justitia. Ah, wie passend. Tatsächlich haben wir außer Justitia nichts da. Lilly hatte sich oft über die Gerechtigkeit im Kloster gewundert. Justitia. Ah, Lilly, willst du etwa raus? Aha. Das dachte ich mir. Aber du säßest wohl kaum da drinnen, wenn du wüsstest, wie man sich anständig beträgt. Oder? Kein Wort. Du wolltest mir doch nicht etwa widersprechen, oder doch? Aha. Nun, dagegen ist nichts einzuwenden. Widersprechen ist super. Manchmal widerspreche ich schon zum Frühstück. 3 Scheiben Toast. Lecker Toast. Hä? Aber das wäre gelogen. Und wir wissen doch beide. Du sollst nicht lügen. Lügen sind böse. Was? Natürlich sind Lügen böse. Warte. Ich zeig's dir hier an der Tafel. Schau dir die Tafel gut an. Sie zeigt einige der Grundfesten unseres Rechtssystems. Zum Beispiel, dass Lügen böse sind. Nie. Nein. Natürlich sind Lügen böse. Es lässt sich leicht aus den 4 obersten Grundfesten ableiten. Gott ist gut und wahrhaftig. Der Teufel jedoch ist böse, mit viel Weisheit. Gott ist die Wahrheit, denn auch er ist voll der Weisheit. Der Teufel aber lügt mit all seiner Bosheit. Und darum sind Lügen immer böse. Die logische Kette, die einen dahin führt, kannst selbst du knüpfen. Es sind nur 3 kleine Schritte bis zum Ergebnis. Versuch es doch ruhig selbst. Ach du Scheiße. Logikrätsel sind ja meine Favoriten. Haben wir ja bei dem einen schon gesehen, dass ich da eben ein bisschen kurz hergangen habe. Oh Mann, das wird jetzt lustig. Hier ist eure Logik gefragt. Setzt Justitias Aussagen in Relation, so dass eine neue Aussage entsteht. Schafft ihr es, Justitia in nur 3 Zügen zu beweisen, dass Lügen durchaus gut sein können? Also, Gott ist gut und wahrhaftig. Nee, wartet mal.
Hier, Teufel ist böse mit viel Weisheit. Und die Wahrheit ist gut. Ja, das ist logisch. So, die böse Wahrheit ist gut. Ja, das ist logisch. Und jetzt das hier? Ja, also, Lügen sind. Ja! Lügen sind gut, aber das kann doch nicht sein. Es scheint alles zu stimmen. Das ist doch. Ja! First try! Offenbar hatte sich Justitia geirrt. Wie es aussah, waren Lügen gar nicht so übel. Lilly hatte eine weitere Blockade gelöst. Bitte! Poki! Boah, alles voll mit Holz. Boah, Alter! Das ist das erste Mal, dass sich jemand in dem Spiel wirklich getötet hat. Also richtig, dass jemand richtig gestorben ist. Ach du Scheiße. Aber wie geil. Jawohl. Sehr gute Logikrätsel. Ich liebe das. So. Verbote. Lilly Superpower aktivieren! Ich lasse dich laufen. Aber du musst mir versprechen, nie wieder Unsinn anzustellen. Kannst du das? Na klar. Du versprichst es also? Nie wieder Unsinn, ja? Aha. Und du flunkerst auch nicht? Uh-uh. Na gut, dann werde ich dir wohl mal glauben müssen. Willkommen in der Freiheit. Yes! Das war richtig gut. Das war ein richtig schönes Verbot, das gefällt mir. Ich hoffe, das ist dir eine Lehre. Aha. Solange es noch dunkel ist, solltest du lieber drinnen bleiben. Bei Nacht ist es da draußen viel zu gefährlich. Ha? Am besten, man bleibt zu Hause. Oh nein. Beep. Aber Lilly, wo willst du denn hin? Du hast doch gehört, dass es draußen gefährlich ist. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Bei einem Buchstabierwettbewerb zum Beispiel. Der ist draußen. Oder einem Rolf Zuckowski-Konzert. Das ist draußen. Und die nächste Blockade, die wird jetzt lange dauern. Die wird jetzt, glaube ich, wirklich lange dauern. Weil wir müssen jetzt den Wendigo besiegen. Und ich habe noch keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Oh, wir sind jetzt bei Justitia. Oh, Justitia ist weg. Och nö. Jetzt haben wir auch noch Kaffee. Ach, Mann. Lilly wusste gar nicht, was den Justitia-Dämon so aufgeregt hatte. Ihr erschien das alles ganz logisch. Das ist, dass hier wirklich was geschrieben ist, finde ich cool. Dass hier wirklich Lüge, Wahrheit, und so steht, finde ich voll geil. Gut, hier drin ist tatsächlich gar nichts. So, jetzt haben wir jene Zeit Zugang zum Sheriff. So, hier im Salon haben wir auch nochmal hier. Lilly mochte sie erinnern. So, wir haben aber trotzdem nichtsdestotrotz nichts, was uns hier großartig weiterhilft, leider. Wir haben jetzt allerdings beim Indianerfriedhof die Lügenoption. Die müsste jetzt noch aktiviert sein. Achso, hier haben wir generell alles. Huch, bist du das? Mal, was hast du denn im Limbus verloren? Du bist doch nicht etwa... Hey! Aha. Oh je. Du Arme. Ich hoffe, du hast daran gedacht, dir Münzen für den Fährmann auf die Augen legen zu lassen. Das ist ja furchtbar. Ohne Kleingeld ist man in der Zwischenwelt nämlich ganz schön aufgeschmissen. Ja. Und leider gibt es nur die eine Möglichkeit, weltliche Güter in die Welt der Trance und der Geister mitzunehmen. Man legt sie auf die Augen. Aha. Ach so, aber auf welche Augen? Man legt sie auf die Augen. Also wir können unser Inventar tatsächlich mitnehmen. Ah, ich habe eine Idee. Wartet mal. Wir können über diese Welt, glaube ich, zurück in die reale Welt, aber zum Barmann.
Oder haben wir den Narko... Wir haben den Sunny Cup bei. Ich kann nichts trinken. Ich bin im Dienst. Und du solltest auch nichts trinken. Erstens bist du viel zu jung. Zweitens würde ich dich nur ungern in die Ausnüchterungszelle sperren müssen. Ich habe auch so schon viel zu viel Papierkram. Was? Ich muss noch meine Steuer machen? Okay, wie kriegen wir ihn dazu überredet, dass er... Bestechen mit Geld geht nicht. Ich kann nichts trinken. Und erst zwei, ich habe auch... Was? Können wir mit ihm nochmal reden? Du hast es versprochen. Okay. Können auch sonst nichts mit ihm... Gitterfenster. Können wir da jetzt irgendwas grabben? Der Fluchtwagen stand bereit. Ah, okay, wir müssen es hier durch... durchböllern. Okay, nee, also es gibt tatsächlich nicht die Möglichkeit... Wie laut das immer ist. Aber Lilly, wo willst du denn hin? Du hast doch gehört, dass es draußen ein, oder? Aber ich muss sagen, der Sound ist hinterher echt gut. Von der Lautstärke-Mixtur her. So, meine Vermutung ist jetzt, wir können jetzt hier durch die Trance, weil wir hier keine Verbote haben, hier gibt es keine Verbote für uns, können wir jetzt hier den Kaffee trinken und dort wieder zurück zum Leben erwacht werden, oder? In der Bar. Yes! Edna bricht aus. Aus ihrem Meer. Lilly erkannte, dass dies ein gefährlicher. What? Ist doch nicht so. Lilly muss. Die Zelle raus. Der arme Kerl, was für eine putzige. Es sah nicht so aus, als würde sich der Barmann von alleine beruhigen. Lilly musste Ach. Wohl etwas nachhelfen. Für ihn ist der Sunny Cup. Edna bricht aus. Edna bricht aus und kommt nie wieder. Lilly platzierte das Geld auf den Augen des Barmanns. Da er schlief, gab sie ihm nur ganz wenig Trinkgeld. Zackig knackig. Oder ein. Zack. Lustigerweise waren wir schon draußen. Oh oh. Dem Barmann schien es gut zu gehen. Gott sei Dank. Er wirkt nicht so. Na, wenn das mal nicht das kleine Mädchen aus der Bar ist. Schau mal, was ich hier habe. Irgendjemand hat meinen sterblichen Überresten Geld auf die Augen gelegt. Das ist mehr als genug, um den Fährmann zu bezahlen. Nimm du ruhig den Rest. Ich werde hier nicht mehr alt. Vielleicht noch aus ein, zwei Fernsehbildschirmen krabbeln, aber dann ab ins Jenseits. Wir haben ihn getötet. Das ist mehr als genug, um den Fährmann zu bezahlen. Nimm du ruhig den Rest. So, jetzt können wir mit den Hunden Poker spielen. Ah, Madame macht ihren Einsatz. Was heißt wohl, wie wir mitspielen? Wedel, wedel. Worauf wartest du noch? Ich wedle mit dem Schwanz, wenn ich mich freue. Jetzt komm schon. Weil ich ein Hund bin. Setz dich dazu. 5 Sekunden später. Oh, Backe. Du bist die mit Abstand miserabelste Pokerspielerin, die ich jemals gesehen habe. Du hast nicht einmal deine Zigarre geraucht. Vergiss nicht, sie mitzunehmen. Ich habe Flöhe. Mann, der Poki ist so lustig. Der ist so dämlich vor allen Dingen. So, wir haben eine Zigarre. Was können wir denn jetzt mit der Zigarre machen? Was soll ich denn damit? Ich habe eine ganze Mine, wenn ich... Ah, ja, 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 wir müssen sie anzünden. Wir müssen sie anzünden. Ich glaube, der Typ, der Indianer Cool, der reagiert auf diese Rauchzeichen.
Hallo, Lilly. Du willst doch nicht etwa mit... Ach, das hat... Du soll... Aber ich habe hier keine Verbote. Das ist jetzt ein bisschen mies, dass ich hier meine Verbote drin gar nicht ändern kann. Okay, also wir müssen ja nicht lügen, wir müssen ja nur... Scheiße, es gibt nicht mal meine Gesprächsoption. Aus ihrem Mirren. Super Lilly aktiviert. Edna gab dir die Stelle. Wo willst du denn hin? Du hast doch gehört, dass es... Du sollst dich... Es gibt so viel einen Buchstaben, oder? So, wir gehen jetzt noch... Ich liebe dieses Lied im Hintergrund, deswegen will ich immer so still sein. So, wir gehen jetzt noch mal in die Trance. So, und jetzt können wir, glaube ich, die Zigarre anzünden. So, was uns das bringt, werde ich, glaube ich, im nächsten Part dann gleich zeigen. Versuchen wir es noch kurz. Nur weil Lilly wieder mit dem Feuer spielen durfte, sie sparte... Danke, dass ich es umsonst gemacht habe. Arsch. Gut, dann, würde ich sagen... Vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Peace out, Raccoon Style Play. Ciao. Dun dun.